Potrecomus. Die Entscheidung ist Kit, der neue Präsident von Brickleys heißt Matthias Bellwold und nicht Potrecomus. Das ist doch ein deutlicher Vorsprung, den er jetzt hatte, der Matthias Bellwold. Ich nehme an, ihr seid enttäuscht. Also zuerst einmal möchte ich alle Wählerinnen und Wähler, die mir gestimmt haben, recht herzlich danken. Es sind immerhin über 1800 Personen, die mir die Stimme gegeben haben. Die Enttäuschung ist sicherlich da, wenn man eine Wahl verliert. Wenn man nicht enttäuscht wäre, müsste man nicht in die Wahl steigen. Ich will dem Matthias recht herzlich gratulieren. Er hat ein Bombenresultat gemacht. Ich habe immer gesagt, er ist auf einer Welle. Die Welle zu brechen ist sehr, sehr schwierig. Und das hat es so gezeigt. Und ich gratuliere ihm von Herzen. Und wir sind im Gemeinderat zusammen. Er ist Präsident. Und ich tue ihm wirklich euch von Herzen meine Loyalität gegenüber ihm äußern. Und wir werden die Stadt zusammen voranbringen. Wenn man es jetzt anschaut, schon am ersten Wahlgang war ja doch deutlich gewesen, der Rückstand. Über 750 Stimmen hatte der Rückstand gehabt. Jetzt kommen wir auf 1800 Stimmen. Der Matthias Bellwald auf über 3000. Wäre es nicht gescheiter gewesen, nicht zu gehen am zweiten Wahlgang. Es hat ja auch Stimmen gegeben. Michael Grober, der zum Beispiel gesagt hat, am ersten Wahlgang. Es ist eigentlich schon klar, da braucht es keinen zweiten Wahlgang mehr. Rückblick, und es war ein Fehler gewesen, um mal anzutreten. Ich denke nicht, das war nicht ein Fehler gewesen, anzutreten. Ich glaube, das bin ich meinen Wählerinnen und Wählern, bin ich das schuldig gewesen. Meinem Wahlteam, meinem privaten Umfeld. Das war ein richtiger Entscheid gewesen. Von mir aus gesehen, es sind 58% der Liga Stimmen. Und ich habe auch schon Wahlen gewonnen mit 61%. Was ich gemacht habe und der Konkurrent hat 39% gehabt, da haben wir nicht darüber geredet, ist das richtig oder falsch. Ich glaube, das ist gelebte Demokratie. Wir zwei haben mit Glück umgehen, der Matthias und ich. Und ich glaube, wir haben in Zukunft kein Problem damit. Was auffällt, hätte man vielleicht zu mehr Unterstützung können bekommen von der Schwesterpartei, von der CVP, wenn man die Stimmen am ersten Wahlgang hätte auch gelügt. Wenn man da von der Schwarzen mehr Unterstützung gegeben hätte, hätte es ja vielleicht auch gelangt für das Stadtpräsidium. Ich habe immer gesagt, ich gehe alleinig auf die Wahlen als CSP-Kandidat. Wir haben 20% gemacht in den Gemeinderatswahlen. Als Partei ein super Resultat gemacht. Jetzt mache ich 35%, also hole 15% eigentlich von links und rechts auf. Ich habe nicht die Unterstützung offiziell angefragt von der SP, auch nicht von der SVP und auch nicht von der CVP. Weil ich immer gesagt habe, ich wollte unabhängig bleiben und unabhängig sein. Und das habe ich immer gesagt, Versprechen, wenn man da irgendwas gibt, muss man den ÖSW einlesen. Jetzt in den nächsten 4 Jahren, was wird das wichtigste Dossier sein, dass die Räumplanung für den Stadtrat hier in Brickleys? Es gibt verschiedene Dossiers. Sicher die Räumplanung ist ein wichtiges Dossier. Für mich ist der Verkehr im Mittelpunkt, Verkehr im Bahnhof, Verkehr, der unten an das Gams anfängt, im Bildacherkreisel, am Ronisand auffährt. Mein Ressort mit der Bildung ist natürlich immer zentral, Bildung, Sport und Jugend. Ich gebe die Arbeit nicht aus und ich freue mich, in den nächsten 4 Jahren mich wieder intensiv für die Einzige Gemeinde einzusetzen.